So, hallo. Ich befinde mich jetzt in Pesch und wir haben ziemlich genau 17:45 morgens, also 6:15 Uhr. Da drüben ist ein Bäcker. Hier ist ein Stehkaffee. Da ist die Karin. Wir haben gerade geschnackt oder gebabbelt. Ich weiß gar nicht, wie sagt man hier? Geredet miteinander. Und ja, ich wollte einfach mal zeigen, wie Pesch morgens um 6:15 Uhr aussieht. Hier noch so Getränke und so. Ja, und auf jeden Fall wollte ich auch noch ein paar Gedanken loswerden. Denn wir haben es gerade eben beim Bäcker gehabt, also bei dem Becher Backhaus, Bechers Backhaus. Backhaus, das klingt so wie so ein. Da gab es auch einen Pianisten, ne? Backhaus. Okay, Bechers Backhaus. Ja, und ich wollte jetzt den Gedanken loswerden. Wie kamen wir denn da drauf? Ach ja, klar, Bäcker, ne? Bäcker stehen immer früh auf. So habe ich das immer so früher gelernt. Und dann hat sie mir aber erzählt, in den Backfilialen gibt es immer Öfen. Ja, das wissen wir ja alle. Aber da werden eben die ganzen Brötchen und Croissants und alles eben entsprechend gebacken oder aufgebacken. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt, braucht es überhaupt noch so einen Bäcker, der also Teig knetet und morgens früh um 1 Uhr, nachdem er durchgefeiert hat, also morgens zur Arbeit geht. Ja, denn auch ich nehme an, die Backmischungen und entsprechende Technik, das Kneten und so, ist halt alles. Ja, maschinell. So, hier, das ist so ein Bierstübchen. Naja, Kölschstübchen vielleicht. Und hier, Steaks aus aller Welt. Das habe ich auch gesehen hier und fand ich ganz interessant. Tja, Steaks. Ab 10 Euro oder 15 Euro aufwärts, würde ich sagen. So, auf jeden Fall wollte ich jetzt erzählen, nachdem wir uns halt überlegt hatten, dass ein Bäcker natürlich morgens um 1 aufsteht, oder Quatsch, anfängt zu arbeiten, weil dann das Brot frisch gemacht wird, das aber alles so mit sicher Backmischungen und Maschinen halt hergestellt wird, haben wir uns kurz überlegt, dass man doch heute ganz eigentlich ganz klar und deutlich eben alles durchplanen kann. Denn hier gehe ich übrigens gleich hin und gebe Pfand ab. Ja, okay. Auf jeden Fall, aber erst um 9 Uhr. Hier ist übrigens eine Apotheke. Ha? Apotheker. Die Bibliothek ist ein Buchregal. Biblos und Theke ist halt, ne, die Theke ist halt eine Ablage. Und die Apotheke ist ja im wahrsten Sinne eine Ablage. Da wird was apo, also draufgelegt, auf die Theke, auf das Regal. Das ist also eine Ansammlung von Regalen, in denen was drin ist. Und das sind Medikamente. Jo. Naja, so ist das halt. Die Apotheke. Ja, auf jeden Fall. So, wo war ich jetzt? Also, es geht darum, dass man natürlich sein ganzes Tageslauf oder seine ganze Woche oder sein ganzes Leben, wie gesagt, ja, durchplanen kann oder könnte. Sprich, ich könnte mir. Also mir ist das nur aufgefallen, darum formuliere ich das jetzt mal. Ich könnte rein theoretisch vorher überlegen, eine Woche lang überlegen, was ich wann essen möchte. Könnte das vorher schon alles genau, ja, raussuchen, bestellen und dann auch zur jeweiligen Zeit verfügbar haben. Also sprich, mir liefern lassen oder zu Hause haben, frisch und so. Das kann man eben eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Je nachdem, jahrzehntelang machen, rein theoretisch. Also wäre das so, also ganz genau durchplanen, was ich jeden Tag esse. Also wie viel Obst, wie viel Gemüse, wie viel, weiß ja nicht, Fleisch und ach, was da alles gibt halt. Brot und so. So. Und dann, nachdem wir das kurz angerissen haben, ist mir aufgefallen, dass ich sehr gerne auch spontan einkaufe tatsächlich. Das heißt, dass ich jetzt eben dieses hier bei Bechers Backstube, Backhaus,
gekauft habe, habe ich natürlich nicht geplant. Wie auch. Und hier ist übrigens auch noch ein Bäcker. Raus. Naja, auf jeden Fall ist das nämlich auch was sehr Schönes, spontan einfach ja, einzukaufen und zu entscheiden. Und das steht dann doch irgendwie diesem langfristigen Plan ein wenig entgegen. Zumindest beim Essen. Also, ja. Jetzt fällt einem natürlich gleich wieder Brecht ein, aber okay, das lassen wir mal sein. So, mach doch nur einen Plan, ja. Aber tatsächlich, weil, oh, da fällt mir natürlich Brecht und Plan und Planwirtschaft, ne? Also, das wurde doch immer so als Negativbeispiel dargestellt. Was wurde mir früher erzählt, da immer, dass in der Planwirtschaft mal immer der Plan erfüllt werden musste. Und wenn der Plan nicht erfüllt wurde, dann hatte man ein Problem. Denn da war die Zahl nicht, die Stückzahl nicht so, wie sie sein sollte. Und dann, und das war immer der Punkt, der uns gesagt wurde, warum die Planwirtschaft nicht funktioniert hat, wurde immer ein bisschen geschummelt. Dass man einfach sagte, wir haben hier eigentlich nur 3 Stücke, aber wir müssen ja 5 produzieren, also schreiben wir 5 rein in den Plan. Denn dann ist der Plan erfüllt. Und das war Planwirtschaft. So wurde mir das früher mal erklärt. Jetzt gehe ich mal bei Rot, voll dokumentiert. Also, ja, das war Planwirtschaft. Tatsächlich ist natürlich es auch so, dass im Westen, also das war immer ne, DDR und Sozialismus und so, in der DDR soll das so gewesen sein, oder war das wohl so. Aber im Westen, ja, da wird natürlich auch geplant oder wurde geplant oder wird immer noch geplant oder naja, wie es so ist. Auf jeden Fall, weil dass die Sachen hier da sind, tja, ist ja auch irgendwie ja, erstaunlich. Also zumindest, es wird vielleicht anders geplant. Ne? Die Art des Planens ist eben anders. Also, ja, vielleicht wird sensibler geplant. Das wäre doch eine schöne Bezeichnung. Also nicht nach dem Motto, eine Vorgabe und du musst das schaffen, sondern es wird mehr zugehört, was jemand möchte, wirklich möchte. Und ja, dann wird auf seine oder ihre Wünsche eingegangen. Das ist eine andere Planwirtschaft. Tja, weil geplant werden muss ja, ne? Weil das, die Sachen müssen ja da sein irgendwie, sonst kann man sie ja nicht kaufen. Aber wenn man merkt, oh, da ist eine Nachfrage, dann kann man diese Nachfrage ja, stärken oder ermöglichen dadurch, dass die Sachen dann da sind. Aber dass sie da sind, das braucht ja dann auch irgendwie Zeit. Daher wird das natürlich auch geplant, dass man vielleicht sensibel sein kann für ja, Wünsche oder Ausführungen von Menschen, die etwas kaufen wollen. So, also ist das vielleicht so der Unterschied zwischen der zumindest im Osten wohl praktizierten Planwirtschaft und die Planerei im Westen? Tja. Denn, ja, das ist übrigens alles wirtschaftlich und was Menschen eigentlich ja wollen, auch beim allen Wirtschaftlichen, irgendwie wollen sie ja zufrieden oder auch glücklich sein tatsächlich. Und das hat ganz viel eher nicht mit Planen zu tun, sondern eher mit Sein, also Seien, im Hier und Jetzt Sein. Denn, also im Augenblick, im Moment, Momentum, ja. Improvisation, also im Voraussehen, also ja, also im Moment, so. Improvisation ist, glaube ich, falsch gewesen. Na egal. Auf jeden Fall, ja, also das Sein, so sein, wie man ist, trägt vielleicht zum Glücklichsein bei. Beziehungsweise das Haben ist ja eher wirtschaftlich. Konnotiert, sagt man konnotiert und daher ist das Sein doch etwas anderes. Also ich habe einen Körper oder ich bin Körper oder ich habe Glück oder ich bin Glück oder ja, was gibt's noch? Ich habe ja, Musik
oder ich bin Musik. Oder ich habe einen Menschen oder ich bin Mensch. Also das ist so sehr ein bisschen frommig, ne? Erich Fromm, meine ich, war das, der Haben oder Sein geschrieben hat. Meiner Meinung nach muss man das Buch echt nicht lesen, weil der Titel sagt eigentlich schon alles. Das sind übrigens gute Bücher, die eigentlich im Titel schon verraten, worum es geht, beziehungsweise die Lösung geben. Man soll sich über Haben und Sein nachdenken oder unterhalten, nachdem man das Buch gelesen hat. Und vorneweg steht Haben. Jo. Ich habe ein Leben, ich habe Schuhe, oder, weiß nicht, ich habe Geld. Und das andere wäre, ich bin Leben, ich bin Schuhe und ich bin Geld. Ja, das ist halt tatsächlich sprachlich interessant, denn nach Wittgenstein, der gute alte Wittgenstein, der gute alte Wittgenstein sprach schon vom Sprachspiel. Jo. Und das Sprachspiel, denn wir gucken jetzt hier rum und sehen da, tja, wie besprechen wir, wie benennen wir das da im Deutschen? Ein Restaurant, selbst das ist ja super deutsch, eine Kneipe, was könnte das sein? Eine Casa, weiß ich, Mangiare, was weiß ich. Also sprich, jede Sprache hat eine andere Bezeichnung für das, was wir da gerade sehen. Und tatsächlich ist das, ich sage es jetzt halt im Deutschen, im Englischen kann ich es auch ein bisschen, aber tatsächlich gibt es sehr viel mehr Sprachen. Jede Sprache hat so ein Mindset und eine Konnotation und ein Mitdenken für das, was man praktisch benennt. Und jetzt ist nämlich so, dass auch Sprache Realität schafft. Also, dass, auch das Sprachgefühl wird zum Beispiel durch die Sprache natürlich beeinflusst. Also, sprich, das, was ich formuliere, was in meinem Kopf ist, was ich sozusagen zeige von meinem Kopf, was in meinem Kopf ist, das kann dann auch Realität werden und wird dann teilweise auch Realität, beziehungsweise ist auch Realität geworden. Wir sehen ja hier alles, was Menschen sich früher gedacht haben, das haben sie dann auch in Stein gegossen oder aufgebaut. Und das ist ja immer eine Idee irgendwie, ja? Sonst gäbe es die Sachen ja hier nicht. Also so ein Schild, ne? Und dann haben wir gedacht, ne? Müssen wir was hinstellen? Hier ist ein Schild. Ja, Fahrrad. Ja, und dann müssen wir das irgendwie herstellen und so. Aber die Idee, dass da so ein Schild steht, ne? Dass da so ein Ding steht, hier so amtlich, ja, diese Idee muss erstmal ein Mensch gehabt haben. Und dann wurde sie sozusagen Realität. Und daher ist eben Denken, und Denken äußert sich in Sprache, wichtig, denn positives Denken tut halt positive Realität und positive Sprache und positive Realität produzieren. Und jetzt noch ein schöner Gedanke, der mir auch mal an der Uni begegnete, tatsächlich, sobald ich etwas formuliere, wie gesagt, es war ein männlicher Dozent, daher die Metapher des Tötens. Sobald ich etwas formuliere, töte ich meinen Gedanken. Man könnte auch vielleicht anders formulieren, dadurch, dass ich etwas formuliere, also in Worte fasse, in Worte gieße oder in Worte formuliere und das dann sozusagen von meinem Mund oder meinem Hirn sozusagen zu den anderen, die dazuhören, transportiert wird, dadurch forme ich meinen Gedanken oder gebe ihm sozusagen eine Form, der Inhalt, alle Gedanken sind sozusagen ganz viel Inhalt und die Form ist dann die Sprache. Und daher, und das ist dann auch wieder Kommunikation, ist manchmal ist es wirklich schwierig, dass Menschen eigentlich vielleicht Ähnliches wollen oder Gutes auch wollen und sei mal einfach so unterstellt, das aber unterschiedlich ausdrücken, oder formulieren oder in Form bringen. Und eigentlich Ähnliches meinen und dass dann sozusagen ein Missverstehen eintritt, weil die Form anders ist, als man selber das gewohnt ist. Und da gehört übrigens ganz viel dazu, dass man natürlich irgendwie sozialisiert wird. Man wächst halt meistens bei Menschen auf, die einen halt doch mindestens 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre lang
Brutpflege zukommen lassen, dass das natürlich prägend ist. Klar. Und das sind alles selbsterlernte Verhalten. So, und ja, und das ist halt so, dass dieses Geprägtsein dann natürlich auch die Form, wie ja, ich zum Beispiel, ich tu mal mich an meine eigene Nase fassen, wie ich etwas formuliere, ist natürlich davon geprägt, was ich vorher erlebt habe. Und jetzt kommt noch etwas, weil wir haben letztens uns über Bewerbungen irgendwie unterhalten, bei dem Wochenende in Köln, das war letzte Woche, genau, da war noch dieses Ampf, gibt es auch ein Ampflied neuerdings, aber diese Ampftagung, da ging es eben auch darum, dass es Bewerbungen gibt und das irgendwie beibringen soll und so. Und also mitbringen sollen, aufschreiben sollen und so. Und dann habe ich halt gefragt, das ist ja immer ganz schön, dass man also in der Bewerbung immer schön zeigt, was man alles gemacht hat. Aber ist es nicht eigentlich viel interessanter zu sagen oder zu formulieren, was man in Zukunft machen möchte? Also, ja. Das ist doch eigentlich viel interessanter als immer das. Also, im Grunde ist das Spiel so, ich habe was gemacht und dann versuche ich das so hinzupuzzeln, dass derjenige, der das liest, sagt, ja genau, du bist der Richtige für meinen Job. Das ist doch ein bisschen komisch, weil das Seltsame ist, selbst der Entscheider, der dann sagt, du passt hier zu uns, weiß nicht, wie die Zukunft ist und das weiß der Bewerbende auch nicht. Und der soll aber in der Zukunft arbeiten für irgendwas, aber natürlich mit den richtigen Zeugnissen und den richtigen Kursen, die er gemacht hat und die richtigen Scheine und die richtigen Zertifikate, wo immer Leute gesagt haben, du kannst das und du kannst das. Und seltsam, aber wir wussten damals, als das Examen gemacht wurde, wusste natürlich der Mensch, der dieses Examen gemacht hat, also der das geprüft hat, der die Zensur zum Beispiel vergeben hat, wusste ganz genau, was man später damit dann macht. Also, weil, ja, so ist zumindest die Theorie. Das heißt, also zum Beispiel, ich habe einen Magisterabschluss gemacht, den gibt es heute gar nicht mehr. Und ich habe da mit einer Professorin zu tun gehabt, die hat mich nicht so gut bewertet. Da war ich ein bisschen ärgerlich tatsächlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, und ja, daraufhin haben wir halt überlegt, komisch, ja. Ich habe ihr da irgendwie nicht so ins Konzept gepasst, also ich habe ihr nicht das gesagt, was sie hören wollte. Ich habe aber ganz viele Ideen und ich habe auch ganz viele Fähigkeiten, das weiß ich, ja. Nur sie hat das halt nicht erkannt, beziehungsweise sie wollte das nicht erkennen, beziehungsweise, und das ist nämlich das Nächste, was mich wirklich total ärgert, immer bei diesen Prüfungen, ja, dass das Spiel geht nämlich folgendes. Man verabredet einen Termin, so. Dann wissen beide, aha, wir treffen uns da und dann gibt es die Prüfung. So, was macht die Prüferin? Natürlich, sie guckt nochmal in Bücher, liest was und bereitet sich vor auf die Prüfung. So, was macht der Prüfling? bereitet sich vor und liest Bücher. So, und dann kommt das schöne Spiel, man sitzt da zusammen in einem Raum und mit drei, ja, gibt es noch einen Pro-Prüfer. So, und dann werden Fragen gestellt oder wird geguckt, ob der Prüfling auch das gelesen hat und verstanden hat, was der Prüfer jetzt gerade fragt. Es wird übrigens nicht gefragt, was für Fähigkeiten der Prüfling hat. Vielleicht kann der auch was besser als der Prüfer. Das geht ja nicht, weil die Rolle ist ja so, man muss das aufsagen, was der Prüfer oder Prüferin halt fragt, also abfragt. Weil das Mindset des Prüfers oder der Prüferin ist halt entsprechend entscheidend für die Zensur und für die Bewertung. Ja, denn so hat sie oder er das ja auch gelernt und darum kann man ihnen das ja gar nicht vorwerfen. Also das ist halt so tatsächlich, dass man eben dann die Erlaubnis hat, eine Prüfung zu machen und zu sagen, ja, dieser Mensch weiß ungefähr so viel wie ich als Prüfer. Ob der andere Sachen ganz toll kann, ist ganz egal, weil es geht ja nur darum. So, denn diese Zensur, die da dann steht, ist entscheidend für weitere Schritte im Leben tatsächlich. Also, kommt drauf an, ne? Wenn Menschen das wichtig finden, sagen sie, da steht jetzt eine Zahl, die gefällt uns nicht, das und das kannst du nicht machen. Wenn aber ein Mensch sagt, oh, ich möchte das aber ganz gerne machen und ich finde das ganz toll und ich möchte das und ich will das anders machen, habe Ideen und so, dann kommen halt, das ist inhaltlich übrigens, und dann kommen diese formalen Sachen und sagen,
Aber da steht ja so eine Zahl und diese Zahl stimmt nicht mit der Zahl überein, die woanders steht. Und wir nehmen ja nur Menschen, die eine andere Zahl da stehen haben. So, und das Ganze ist doch ein seltsames System, oder? Weil, wie gesagt, es geht ja um die Zukunft und die Zukunft wissen natürlich alle Menschen, die diese Zahlen vergeben, ganz genau, weil das ist denen ja auch ganz wichtig. Ne? Ihnen ist ja ganz wichtig, was in Zukunft mit diesen Menschen passiert. Und dass der Ja nicht irgendwelche Sachen macht, wo er die Zahl, die dann da steht, eben, wo die nicht hinpasst. Ne? Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Übrigens, ich bin mal unabhängiger Einzelkandidat als, also für den Wahlkreis da in Koblenz gewesen. Ich habe mich übrigens für Vielfalt, Buntheit eingesetzt und dass Politik, und das könnte ja so ein bisschen eine Lokomotive sein, also dass Politik halt was ermöglicht, unterstützt, ja, hilft. Tja, das wäre doch mal eine Haltung auch für Prüfer oder Prüfende, dass sie versuchen, das Beste aus dem Prüfling rauszubringen, weil, ja, sie, ja, so. Und das ist halt so eine Haltungsfrage, sage ich jetzt mal, so. Und, okay, jetzt rede ich schon wieder so viel, oh, ey, 20 Minuten, 21. So, ich gehe jetzt mal wieder in mein Zimmerchen da und ja, gut. Also ich wollte nur noch mal sagen, wie gesagt, was ich gesagt habe. Und ja, planen ist schön und Prüfungen sind eigentlich auch schön und Zukunft ist schön. Und ja, und dass das natürlich dann alle immer so toll wissen, wie das so abläuft. Und ja. Insofern, ja, alles Gute und bis später. Es grüßt mit musikalischen Grüßen da Ottavio Peter. Tschüss.